Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und willkommen zum Team-Rating-Video Nummer 47, auch diese Woche. Vielen lieben Dank für die ganzen Einsendungen. Falls ihr Fragen habt oder an sich euch fragt, wie komme ich denn eigentlich dran, der Link ist in der Beschreibung, checkt ihn auf jeden Fall aus, dann seid ihr gedeckt. Dann würde ich aber auch sagen, wir legen sofort los mit dem ersten Team. Das erste Team ist nämlich von unserem Boy Seven. Lieben Dank für die Einsendung, Hashtag Team Osaru. Ich wollte fragen, ob ich hier noch was ändern sollte. Hatte vor, Freezer reinzunehmen, um die Pässe von LLGF zu aktivieren. Oder soll ich es lieber lassen, jemanden anderen übernehmen? Übrigens, gute Videos heute, so vielen lieben Dank, mein Freund. Und zwar haben wir folgendes Team. Wir sind Representative of Universe 7 Team. Ich sag schon mal aus vorweg, Freezy muss nicht rein. Die Sache an Freezer ist nämlich, er tut auch den Angriff unserer eigenen Verbündeten um 15% senken. 15% machen schon was aus. Ich meine, es ist nicht die Welt. In dem Team macht ihr trotzdem Schaden, sage ich mal so. Aber es macht was aus. Ihr habt 15% weniger von eurem Damage-Output. Das macht schon was aus, Freunde. Das ist ein Prozentsatz. Aber du musst gar nicht LRGF in dein Team nehmen, um nur die Pässe von du musst gar nicht Angel Freezer in dein Team nehmen, so, um die Pässe von LRGF zu aktivieren, denn du hast seinen besten Partner bereits in seinem Team, nämlich MVP C17 nämlich in einer Rotation mit LRGF, Freunde. Das haltet ihr auf jeden Fall so in einem Represent of Universe 7 Team zum Beispiel, denn der gibt dir nicht nur perfekte Links, was heißt perfekt, aber der gibt dir nicht nur gute Links-Hits. Wir haben Shocking Speed, Turn of Power sind von sich aus schon Key plus 5. Rival Duo haben wir noch am Start, 10% auf den Angriff. Dann haben wir noch Fierce Battle, 15% auf den Angriff. Sondern durch die Super Attack von C17 tut C17 auch noch den Angriff und die Verteidigung des Gegners senken. Heißt, ihr stellt C17 ganz nach links, greift zuerst mit C17 an. Der tut alles vorbereiten, so wie auch im Film ist, im Anime es war, sorry. Tut alles vorbereiten und dann stellt ihr in die Mitte LRGF und der kommt dann auf die Passive dank C17, also mit dem Attack Debuff. Aber das nur mal so angekratzt, wir gucken uns dennoch gleich die Kartliste an. Wir haben ein Represent of Universe 7 Team, alle Charaktere gehören zu der Kategorie, ja, das tun sie. Oder zum Niederskill besser gesagt, 6 von 10 Punkten, also Max Level, Max Awake, yes, das sind sie auch, 8 von 10 Punkten an der Stelle schon mal. Und mein Team sieht genauso aus, mein Represent of Universe 7 Team, aber schauen wir uns mal deine Charakterliste an und gucken, was da noch geht. Das sind deine Represent of Universe 7 Charaktere, wie gesagt, Angel, Gordon, Freezer, würde ich nicht reintun, wegen seiner Passive, also wegen dem Debuff auch für unsere eigenen Verbündeten, aber du hast ja schon bereits einen sehr guten Vorbereiter für dein LRGF, nämlich C17, hältst du beide auf jeden Fall in deiner Rotation. In der anderen kannst du lassen Evo Vegeta und Uigoku. Dann hätten wir Godku rein und raus rotiert, der rein und raus rotiert. Oder und C18, die rein und raus rotiert. Alles klar. Eigentlich würde ich jetzt schon mal sagen, wir gucken uns gleich die Tech-Charaktere rein, aber eigentlich hast du aus deinen Charakteren das Beste gemacht. Würde ich schon mal auf jeden Fall einen extra Punkt geben. Sind 9 von 10 Punkte. Die Sache jedoch ist, du hast nämlich noch Tech-Charaktere. Tech-Charaktere kann man auch mit reinnehmen, denn LRGF gibt ja noch Tech-Charakteren einen Boost. Das wäre in dem Fall Key plus 3. 90% sollten das sein, wenn mich alles täuscht. 90%, ja. Ja, für die Tech-Charaktere. Wenn du dein Team noch ein weiteres Stück auf LRGF aufbauen willst, dann würde ich dir empfehlen, Tech-Tieren mit reinzunehmen. Oder an sich, wenn ihr LRGF, wenn ihr kommt, also wenn ihr wirklich so Hauptmerk auf LRGF legen wollt in euer Team, dann tut Tech Tien rein. Warum? Tech Tien gibt Tech Charakteren Key plus 3 und Super Tech Charakteren auf Angriff und Verteidigung 40%, heißt LRGF bekommt das. Er hat zusätzlich, was C17 nicht hat, noch Experience Fighters, das wäre dann quasi an der Stelle nochmal hier 10% auf den Angriff, genau. Und durch seine Super Attack tut er auch den Angriff des Gegners senken. Also er ist auch wirklich ein sehr guter Supporter und dann noch ein guter Vorbereiter für die Passive, aber auch ein sehr guter Supporter für LRGF, weil LRGF dann durch ihn noch Attack und Death plus 40% bekommt. Also das mit Tech Tien wollte ich auf jeden Fall nur nennen. Falls ihr quasi Tien habt, dann könnt ihr ihn auf jeden Fall nutzen, um LRGF zu boosten. Könnt es dann zum Beispiel entweder Godku rausziehen oder C18. Beides würde gehen, um ehrlich zu sein. C18 wäre dann nochmal so ein Ticken mehr auf LRGF basiert, weil sie dann noch für Tech-Koops sorgt, aber Godku macht auch seinen Job gut, sage ich mal. So viel zu dem Team, mein Freund. Wie gesagt, 9 von 10 Punkten. Dein Team passt auf jeden Fall an der Stelle. Aber wie gesagt, wenn ihr Tech Tien habt und euch fragen wollt oder an sich ihr, sage ich mal, LRGF nicht so zum Einsatz bringen wollt, weil ein Charakter fehlt, Tech Tien, Freunde. Tech Tien ist wirklich sehr, sehr gut. Auch ein sehr guter Vorbereiter für LRGF neben C17, sage ich mal, an der Stelle. Alles klar, das nächste Team ist hier an der Stelle von Mohamed. Lieben Dank für die Einsendung hier an der Stelle auf jeden Fall. Und zwar schreibt er uns: Hashtag Team Osudu. Hey Osudu, das hier ist mein Dream of Gods Team. Bitte sag mir, ob ich was verbessern kann. PS, da ich dich und deine Videos mache, weil du so vielen Dank für die netten Worte, mein Freund. Und da schauen wir uns mal dein Dream of Gods Team an. Wir haben Ultra Instinct Goku natürlich als Leader. Jeder Charakter gehört dem Leader Skill an. Yes, 6 von 10 Punkten. Also Max Level, Max Awake. Ja, lassen sie auch. Haben wir an der Stelle 8 von 10 Punkten.
sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben natürlich die Rotation Argel Rosé mit Elegoku Black Rosé. Hätten dann zum Beispiel Ui Goku mit Strength God Goku oder du könntest auch halt einen Ui Goku mit Ele Vegito Blue. Würde beides gehen. Ohne Rotationskrank hätten wir dann in dem Fall, sagen wir mal, wir hatten Strength God Goku mit Ui Goku. In dem Fall hätten wir dann Ele Vegito Blue und Physisch Goku Black. Gucken wir uns mal die Charakterliste an. Und zwar sehen wir hier aus der Charakterliste, okay, ja. Das ist auf jeden Fall schon sehr viel, also das ist auf jeden Fall schon richtig gemacht, so ist es nicht. Die Sache ist jedoch, dieser Goku Black, der ist so ein bisschen verloren, sage ich mal. Der ist ein Rotationscharakter und als Rotationscharakter, ich meine, okay, Goku Black ist individuell nicht schlecht, aber der ist ein bisschen outdated, sage ich mal, mit seiner Passive, weil er einen konstanten Boost bekommt pro Orb, den er einsammelt. Und auf Goku Black, auch wenn er auf 90% ist, würde ich verzichten für ein Toppo. Denn Toppo ist wirklich ein sehr, sehr guter Supporter. Er gibt jedem Verbündeten auf den Angriff und auf die Verteidigung durch die Passive 35%, tut auch noch gegnerische Verteidigung um 50% senken. Also den würde ich auf jeden Fall empfehlen, dir mitzunehmen als Supporter. Und das wäre auch so wirklich mehr oder weniger die einzige Änderung, die ich machen würde. Nämlich, dass du Goku Black rausnimmst und Toppo reintust. Und dann, ja, würde ich das Team auf jeden Fall so halten, wie gesagt. Aber Argel Rosé mit Ele Goku Black in deiner Rotation. Ob du Ui Goku mit Strength God Goku hältst, die hätten noch First Awakening. Also Ui Goku und God Goku ist eine sehr schöne Rotation wegen den Link-Skills. Godly Power, First Awaken, Over the Flash, Prepare for Battle. Ne, Prepare for Battle hat Ding nicht. Wie heißt der? God Goku. Aber Over the Flash haben die auf jeden Fall. Over the Flash, The First Awakened und Godly Power, wie ich gesagt habe. Und das reicht auf jeden Fall. Und The First Awakened sind 25% auf den Angriff. Und Fierce Battle haben sie natürlich. Fierce Battle 15%, The First Awakened 25% und Godly Power nochmal 15%. Das ist eine richtig schöne Rotation, kannst du auf jeden Fall so halten. Ui Goku mit God Goku, Ele Vegito Blue kannst du euch rein und raus rotieren und hättest dann noch Toppo als Support-Charakter. Wie gesagt, würde ich auf jeden Fall die kleine eine Änderung machen und dann passt es auch auf jeden Fall an der Stelle. Okay, dann kommen wir zum nächsten Team. Das nächste Team ist hier an der Stelle von Shinichi Kudo. Hashtag Team Osoru. Hey Osoru, ich kann mich irgendwie nicht für eine Rotation in mein Full Power Team entscheiden. Könntest du mir was vorschlagen? Full Power Team, ja. Schauen wir uns jetzt auf jeden Fall an. Denn Full Power Team ist so, die Kategorie an sich ist dann immer noch so ein bisschen komisch. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist. Es ist wirklich eine sehr gute Kategorie. Aber die Charaktere sind ein bisschen komisch. Vor allem, wenn man nicht so alle Full-Power-Charaktere hat, dann merkt man, okay, wow, wie baue ich mein Team? Hier schon mal aus, vielleicht bei einem Full-Power-Team, Freunde, ich habe dazu mal einen Showcase gemacht auf JP mit meinem Full-Power-Team. Ich bin da nicht so stark auf den Team-Bild-Aspekt reingegangen, aber könnte ich trotzdem empfehlen, wenn ihr Bock habt, ich werde den Link in die Beschreibung setzen, da könnt ihr mal gucken, wie das Ganze läuft quasi. Im Endeffekt wählt ihr auf jeden Fall eine Rotation, zwei gute Rotationen, sage ich mal. Zum Beispiel in dem Fall hatten wir Ele Gohan mit Ele Broly in einer Rotation und Ele Bojack mit Full Power Bojack in einer Rotation. Und die anderen Charaktere sind dann natürlich Rotationscharaktere, die werden rein und raus rotiert. Und man hat nicht so viele Supporter in dem Full Power Team, sage ich mal. Deswegen, also, ja, das, ich sag's einfach mal so jetzt ausgedrückt. Es hat natürlich ein paar Supporter, man kann auch Support-Tech-Charaktere mit reinnehmen. Aber dennoch, so Full Power Team an sich ist halt einfach wie der Name Full Power. Du, ihr packt einfach so eure Powerhäuser rein. Schaut aber dabei, dass ihr wirklich zwei Rotationen zustande bekommt. In dem Team, by the way, für Full Power Goku werden wir am Dienstag wahrscheinlich summonen, weil da kommt auch das Banner mit Ele Gogeta und Ele Vegito. Ich werde nicht in dem Ele Gogeta und Vegito Banner summonen, sondern im Full Power Goku Banner. Aber am Dienstag kommen nämlich auch die Rank-Up-Mission, da bekomme ich dann auch nochmal Stones. Und dann werden wir quasi da ein Summon machen in Full Power Goku Banner. Das habe ich auf jeden Fall nicht vergessen. Ich habe dann nur auf die Stones gewartet in-game. Denn ich versuche auch so viel wie möglich zu sparen auf das, was danach kommt. Sei es zu Winter, also zu Weihnachten, zu Neujahr oder eben mit dem Dragon Ball Super Broly Film. Aber so viel dazu, falls ihr euch gefragt habt, warum ich noch nicht gesummt habe. Okay, Full Power Goku, die Charaktere gehören der Kategorie an. Ja, das tun sie, 6 von 10 Punkten, also Max Up, Max Awake. Ja, das tut sie auch. Und wie gesagt, hier würde ich zum Beispiel lassen, Ele Gohan, Ele Broly Rotation, Ele Bojack, Ele Full Power, also Ele Bojack und sein Galactic Warrior Star und Full Power Bojack. Aber, ja, wenn wir uns mal die Charaktere angucken, Freunde, dann ist es so ein Mischmasch so. Da sind wirklich so einfach Mischmasch. Villains und Heroes sind so am Start. Aber genau deswegen kommt es bei euch an, Freunde. Zum Beispiel deine Ele Gohan, Ele Broly Rotation, die finde ich nice. Ele Bojack, Full Power Bojack ist auch übertrieben geil. Aber es kommt auf euch selbst an. Ihr müsst euch wirklich für zwei Rotationen entscheiden. Es wäre zum Beispiel auch nicht verkehrt, wenn du zum Beispiel eine Rotation bildest, die mit, was darf ich so sagen, zum Beispiel mit Ele Kefler, War of the Dreams. Mit Kefler und Kalifa zum Beispiel. Natürlich, wenn ihr da eine Rotation braucht, dann könnt ihr auch die in der Rotation halten. So ist es nicht. Oder ihr könnt zum Beispiel auch Full Power Freezer und dann mit Angel Gohan Freezer, wenn ihr Angel Gohan Freezer hättet. Und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Im Endeffekt kann man auch in einem Full Power Team die Rotationen
nach seinem eigenen Belieben mehr oder weniger gestalten, beziehungsweise, um es richtig zu sagen, nach seiner Charakterliste. Und aus seiner Charakterliste, finde ich, hast du zwei gute Rotationen gewählt. Wie gesagt, mit LR Gohan und LR Broly. Sind vier Linkskills an der Stelle, reicht auf jeden Fall. Prepare for Super Saiyan 4 Special Legendary Power. Und in der anderen Rotation hältst du dann, aber da merkt ihr schon, die Rotation, die linkt sich mit keinem anderen. Die steht halt nur für sich. Das ist so das Komische, aber die Rotation ist trotzdem brutal, weil wir haben hier LR Bojack mit Full Power Bojack. Die teilen sich fünf Linkskills. Die teilen sich bis zu Ki plus 4, glaube ich, durch die Linkskills. Und auf den Angriff kommen die, glaube ich, die haben Big Bad Bosses 25%. Thirst for Conquest 15%. Dann sind wir bei 40%. Heraclan oder Galactic Warriors sind, glaube ich, nochmal 20%, 60%. Ob so oder so, die kommen auf jeden Fall. Die Rotation ist selbstständig sehr gut. Die kommen sehr gut zurecht. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen finde ich, hast du auch so einen Charakter, das gut gemacht, würde ich noch mal extra Punkt dafür geben. Und ja, dann tut man halt Full Power Goku und Evo Vegeta rein und raus rotieren so. Aber das ist halt eben das. Und weißt du, wisst ihr, was ich meine? Es gibt keinen Allrounder-Support im Full Power Goku, im Full Power Team momentan. Man könnte zum Beispiel Tech Vegito mit reinnehmen. Ich habe jetzt seine Tech-Charaktere nicht. Das wäre dann einfach nur ein Supporter. Aber selbst mit den beiden Charakteren hast du nichts falsch gemacht. Oder wenn ihr viele Charaktere habt, die der Universe Survival Kategorie gehören in eurem Full Power Team, dann könnt ihr zum Beispiel auch in Super Saiyan 2 Kale nehmen. Sie ist auch in der Full Power Kategorie, du hast jetzt leider nicht. Aber in dem Fall schenkt sich das, weil hier wäre nur Vegeta davon betroffen. Aber wie gesagt, ja, das kannst du auf jeden Fall so bauen. Und genau, du kannst auf jeden Fall so nice, auf jeden Fall nice. Die Sache ist nämlich auch, Freunde, Full Power Team hat sich dann nochmal ein Stück geändert wegen LRGF, weil LRGF spielt man auf jeden Fall im Team. Wenn ihr LRGF habt, nur rein mit dem Freund im Full Power Team. Aber selbst dann zum Beispiel, da kommt man auf das zurück mit Tien. Tien bekommt auch den Super Tech Boost. Dann hält man legit im Full Power Team Tech Tien mit LRGF in einer Rotation. Weil es eben so gut funktioniert. Aber ja, so viel dazu. Und dann kommen wir aber auch schon zum letzten Team für heute, Freunde. Und zwar haben wir das Team von Walrus Loch. Alright. Er schreibt uns Hashtag Team Osoru. Hi. Osan. Ich möchte dir mein Pure Saiyan Team zeigen mit einem 100% Super Saiyan Blue Evolution Vegeta und 100% LR Super Saiyan Vegeta. Geil, mein Freund. Gratuliere dir. Ich möchte, dass der LR Vegeta auf jeden Fall drin bleibt. Okay. Wir reden hier nämlich von einem Extreme in Free-to-Play LR Vegeta. Du willst, dass er auf jeden Fall drin ist. Das merke ich mir. Aber, andere Sache. Das sind alles Pure Saiyans. Ja, 6 von 10 Punkte. Also Max oder Max Awakened. Yes, 8 von 10 Punkte. Okay. Schaut mir die Charaktere an. Ich lasse sie mal kurz durchgehen und dann zeige ich euch, was ich da mir... was ich da gebaut habe, weil wir wissen, by the way, mein Freund, du hast Thales, wie kann Thales nicht an einem Pure Saiyan Team sein? Ki plus 43% auf den Angriff, nur rein mit ihm. Und zwar sieht das Ganze folgendermaßen aus. Ich habe halt Fokus auf LR Vegeta gelegt und das Ding ist auch, man muss das Team um Free-to-Play LR Vegeta bauen, weil FLA prepared for battle. GG Sayonara. Er hat dementsprechend Royal Lineage, haben nicht viele, sind Ki plus 1, Golden Warrior haben ein paar, sind Ki plus 1 und Shattering Limit Ki plus 2. Also deswegen habe ich mir auf jeden Fall einen Charakter rausgepickt, der Shattering Limit hat. Und das ist dieser in Super Saiyan Goku. Bei dir ist er noch nicht awaked. Ich würde dir empfehlen, ihn zu awaken. Du brauchst 7 LR Goku Medaillen, aber aus für seine Theo-Version. Nicht die LR Goku Medaillen, nicht die 777 Medaillen, sondern die davor aus Stage 2. Da brauchst du 7 Stück, um den in Super Saiyan Goku zu awaken. Das ist, by the way, der Goku hier. Der hier, den awakest du bitte, weil der teilt mit LR Super Saiyan Vegeta an der Stelle Super Saiyan, Golden Warrior und Shattering Limit, also schon mal so aus für Ki plus 3, aber das Bessere ist, er ist ein Orb Changer zu den Stunner durch die Super Attack, aber wichtiger ist für LR Vegeta, er ist ein Orb Changer, er sorgt für Int Orbs, also lässt du ihn in eine Rotation mit LR Vegeta, damit er immer für ihn Orbs sorgt, die wirst du so auf jeden Fall halten. Muss man halten, weil man muss das Team schon um LR Vegeta drehen. Andere könntest du halten Evo Vegeta mit Ui Goku. Auch eine super Rotation, Term of 4, Fierce Battle. Und Prepare for Battle, kommen auf jeden Fall sehr gut zurecht. Thales tust du bitte rein. Ja, Thales, einer der besten Supporter, den es überhaupt gibt hier in dem Spiel. Gibt nämlich jedem Ki plus 3 auf den Angriff 40%. Und den tun wir auf, also den Support-Aspekt, den tun wir auf jeden Fall rein als Rotationscharakter. Und dann habe ich halt hier nochmal, da kannst du dich entscheiden, ob du einen weiteren starken individuellen Charakter mit reinnehmen willst oder nicht, den du immer rein und raus sortiert, sei es jetzt als Beispiel AG Super Saiyan Goku, oder ob du einen weiteren Supporter willst mit Super Saiyan 2 Bardock, der gibt den Verbündeten 30% auf den Angriff, hätte dann noch zusätzlich für den Vegeta Saiyan Pride wären 15% für den Angriff, ist dir selbst überlassen, den letzten Charakter quasi, da, ja, könntest du auch einen Supporter wählen, aber wenn du eben keine Lust auf einen weiteren Supporter hast, weil der quasi ist schon, der ist halt
so gesehen ein Support für Vegeta, wisst ihr, was ich meine? Deswegen kannst du schon einen individuell starken Charakter mit noch mit reinnehmen. Die Entscheidung überlasse ich dir. Wie gesagt, ja, ich würde wahrscheinlich den Supporter Bardock mit reinnehmen. Aber ja, anders machst du es auch nicht falsch im Endeffekt. Naja, Freunde, so viel zu dem Team-Rating-Video von heute. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be.